Das ist die Laura Schälchli. Die Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten von den Leuten, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von der Rebecca Kloppert. Mit 16 von zuhause weg, Opermädchen bei einer Weinbauernfamilie, Kochlehrer beim Oskar Marti und dann Küchenchefin beim Stefan Wiesner, einem Quasi-Papst von der avantgardistischen Naturküche. Sie ist 1988 geboren, eine gefeierte Newcomerin, Hoffnungs- und Preisträgerin vom Nachhaltigkeitspreis und jetzt zurück in Lohn, Graubünden, ein Dorf mit 46 Einwohnern. Das ist so euer Pool. Ja, genau, das ist unser Arschkalt-Pool. Also wenn ich es so im Nachhinein anschaue, hat eigentlich alles, was ich gemacht habe, zu dem geführt, dass ich wieder hier ankomme. Also treffen sie sich auf 2000 Meter, um einen Kaffee zu trinken. Die beiden haben viel vor. Wir machen einen Zopf, ein Sauerteigbrot, Rührei. Tart mit Wildkräutern, Kräuterbutter. Ein Brunch für Freunde und Familie à la Rebecca. Schöpfen aus der Natur. Munks! Hey, wo ist er? Was ruft er denn? Achtung! Ja, Achtung, die Rebecca sagen, kommt! Ja. Da! Da haben wir gerade Zuramphere, genau. Frauenmäntel und Leimkraut auf einmal. Mauselöcher. Ich schaue eigentlich immer so ein bisschen, dass es nicht verdruckt wird. Das mache ich immer so. Wilder Schnittlauch. Ja, genau. Schau dir. Meine Amper. Hey, es ist fast ein bisschen kitschig hier oben. Ich sehe es fast nicht mehr, aber so viele Leute kommen hier auf und sagen, hey, es ist so schön hier. Und vermutlich weiss ich es einfach unterbewusst. Es ist einfach ein Potenzial hier. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich wieder hierher will. Rebecca steht für das Ganzheitliche. Wenn es um Lebensmittel geht, hat es eigentlich immer einen Kreis. Wenn man in diesem System ist, realisiert man selber gar nicht, dass man Teil eines Systems ist. Und Rebecca hat wie können rauszoomen aus dem Küchensein und sagen, im Moment mal, da hat es noch ein bisschen mehr. Komm mit. Ja, stellt sich tot um. Saved by Rebecca Kloppert. Also, wenn wir halbe-halbe machen, die Hälfte für morgen fürs Rührei und die Hälfte für die Kräuterbutter. Ja. Spitzwegerich, Löwenzahn, wilder Thymian, wilder Schnittlauch, Psuchle. Im Prinzip kannst du alles drin tun. Kräuter klein schneiden. Das ist wie wenn man einparkieren kann und einem anschauen kann. Als nächstes Rahm. Halbe Liter. Denn es gibt ja eine riesige Sauerei. Die Flüssigkeit muss richtig raus, weil umso mehr Flüssigkeit du noch drin hast, umso schneller wird es dann auch grusig. Eigentlich ist es so einfach. Und dann? Es gibt jetzt ein bisschen Sauerei. Klopfen. Dass nämlich die Lufteinschlüsse rausgehen. So. Die geschnittenen Kräuter dazugeben, verrühren, salzen und. Schmecken. Oh ja, dann lernen wir das. Nebenbei macht Rebecca noch die Bäuerinnenschule, weil sie irgendwann den Hof von ihren Eltern übernehmen will. Das ist super. Weil wir ja keine eigene Post mehr im Dorf haben, kommt immer eine mit dem Auto. Und dann kann man das Schild raushängen. Dann wissen die, sie müssen etwas mitnehmen. Das ist noch herzig, also ist noch bündig. Du musst nicht auf die Post gehen. Da ist ein stolzer Göckel gerade auf dem Haufen. Die sind jetzt schon ziemlich recht gross geworden. Das ist eigentlich so ein Schweizer Huhn. Also das ist so jetzt neu, auch wieder über Bruspezia rara. Wir haben hier so ein paar Versuche gestartet. Mal. So wie die Tiere ist auch das Gemüse. Selten und ausgefallen. Und wenn Rebecca dann mal den Hof übernommen hat, will sie ihn von Bio auf Permakultur umstellen. Also bei Permakultur geht es wirklich darum, dass wenn du jetzt einen Hof hast und einen Ort hast, dass du den ganzen Kreis in dem Ort drin hast. Ja genau. Und das, was ich jetzt probiere, ein bisschen aufzubauen, ist eigentlich wirklich die Wertschätzung wieder zurückbringen. Ich habe schon ein paar Mal das Wort Wertschätzung benutzt. Und wenn man die Gäste wertschätzt, sollte das Essen fertig sein, wenn sie kommen. Danke vielmals, dass wir hier sind. Das ist mega schön. Viva! Viva! Brunch-Problem. Gibt's auch hier? Der Dörf hat schon. Da, da. Das hat geklappt. Verdammt! Das, was wir jetzt noch völlig haben von unserem Sammeltag. Der Suchle. Genau. Jetzt haben wir die Schnittlauchblüte, das Suchle, jetzt hast du noch die Erdbeere. Genau, weil die ja so einen leichten Champignon-Geschmack haben. So,
Gut. Dann haben wir es. Qualität im Laden ist quasi, es muss alles etwa gleich aussehen. Qualität für mich ist, es muss einfach einen geilen Geschmack haben. Ob jetzt das Räubchen krumm und schief ist, ist mir wirklich egal. Ich sehe es jetzt so, wie es jemand anderes sieht, das ist ihm seine Sache. Produktion, Anfang Produktion bis es zum Koch und ist etwa so breit. Und vom Koch bis es näher zum Gast geht, ist etwa so. Also der Koch bekommt nur das mit und das vorher nicht. Und das ist das, was am Bewusstsein verloren geht beim Koch selber. Weil der kriegt drei Rüebli putzt und gestrahlt eigentlich in die Küche und weiss gar nicht, was für ein Aufwand vorher war. Ergo kann er es gar nicht so wertschätzen, weil er die Bütze gar nie gesehen und gemacht hat.